Entschuldigung, ich habe der Frau Kommissar eh gesagt, dass schon sie gut, da nicht Susi. Einfach. Wie kann ich denn der Frau Kommissar behilflich sein? In Ihrem Studio ist ein Kriminalbeamter krankenhausreif geschlagen worden. Und Sie sagen mir jetzt, wer das war. Das ist ja wirklich schrecklich, dass das bei uns hier passiert ist. Nur leider hat niemand was davon mitbekommen. In Duschen und Umkleiden sind die Kameras verboten. Sie wollen sicher wissen, wo ich die letzten paar Tage war. Warum sollte mich das interessieren? Na, wegen dem toten Typen, der bei uns trainiert hat. Sie können sich gerne eine Kopie davon machen, das Original brauche ich für die Steuer. Hamburg. Da kann man ganz schnell mal hin und her fliegen, das beweist gar nichts. Falls Sie jemanden brauchen, der beweisen kann, dass ich Sonntagabend keinen Abstecher nach Wien gemacht habe, das ist doch sicher Ihre nächste Frage, ne? Altona ist gut. Wie praktisch. Ich frage jetzt nicht, weil Sie es nötig hätten. Aber wollen Sie sich nicht bei uns einschreiben? Ihnen würde ich sogar einen Freundschaftspreis machen. Danke. Aber aufs Gratis-Rundum-Service in der Dusche, wie es mein Kollege genießen durfte, kann ich gern verzichten. Aber wenn Sie schon so entgegenkommen sind, die Namen der hier eingeschriebenen Mitglieder würde ich gern haben und die von allen ehemaligen und aktuellen Angestellten. Ich werde es weitergeben. Jetzt. Warum bitte können die den Kiewerer nicht irgendwo da draußen panieren, sondern ausgerechnet in meiner Dusche? Ich habe Ihnen nie gesagt, dass deppert war. Schau, Markus, das interessiert mich nicht, was du denn gesagt hast. Was mich interessiert, ist, dass es hier in Zukunft keine Probleme mehr gibt. Nur vier? Zahlt sich kaum mehr aus. Es gehen ja nur mit den akuten Fällen. Bei der Operation ist es riskant geworden wegen der langen Wartezeiten. Und wenn das mal die E-Cards ausgeben mit den Fotos, dann können wir das Ganze eh vergessen. Ich will deinen Scheiß echt nicht hören, Markus. Erst der Savage. Und dann diese verfickten Balkineser, die zu deppert sind zum Scheißen. Und jetzt ist das Dumme, dass die Kiewerer mal am Essen rumschliffen. Hast du überhaupt noch irgendwas im Griff? Meine Schwester regelt das. Glaub mir, sie hat schon. Was deine Schwester regelt, ist deine Sache. Aber wenn ich die Kiewerer noch einmal im Haus habe, kannst du meinen anderen suchen. Also. Ich kann dir 10% mehr geben. Du hast mir nicht zugehört. Ich will nicht mehr Kohle. Ich will mehr Ruhe für die Kiewerer.